Hi Leute und willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Wir sind immer noch in Finsterdorf und wollen noch mal ein bisschen mit den Leuten reden, nachdem wir die ja alle befreit haben. Hallo Mario, ist das nicht ein herrliches Wetter heute? Ja, das sieht so trüb aus wie immer. Ja, du findest es düster, aber nein, es ist ein wundervoller Tag. Aha. Meiner Meinung nach ist Menschsein immer noch das Beste. Wären wir keine Menschen, hätten wir niemals so gute Gespräche führen können. Naja, auf einer anderen Sprache vielleicht schon. Schweinisch zum Beispiel. Vorhin war so ein zwielichtiger Typ hier. Hast du den vielleicht gesehen? Was? Das warst du selbst? Du willst mir wohl einen Bären aufbinden. Was? Das warst wirklich du? Reg dich nicht so auf. Du bist ziemlich seltsam. Okay. So, wir seltsam. Ich bin Schriftsteller. Auch in der Düsternis reicht das Mondlicht zum Schreiben. Okay. Oft schreibe ich die ganze Nacht hindurch. Wenn du willst, ein Millionentor hochhalten. Wie du weißt, ist das. Ja, ja. Das machen wir doch noch, aber. Ach nein. Falsche. Uah. Da gehört Prinzessin Peach aus dem Pilzkönigreich, sei wieder entführt worden. Bestimmt wird sie an einem entlegenen Ort festgehalten. Ich bin sehr beunruhigt. Die Prinzessin ist ja wirklich nett, aber. Ja. Es ist bestimmt gar nicht so einfach, sich immer gleich loszueisen. Loszueisen? Bloß weil man mal wieder entführt wurde. Auch keine Sorge, Mario wird ihr wie immer aus der Patsche helfen. Okay. Generell müssen wir eh nach Rohling. Machen wir das mit dem Sternchen. Und ich will ja nochmal meine Begleiter hier verbessern. Was? Mario ist gar nicht Mario, sondern dieser Schurke? Das würde ja bedeuten, Mario ist ein Schurke. Oink, oink. Aha. Ja, ich hatte einen Traum. Ich träumte, du wärst auf dem Mond. Was ist wohl, wenn mein Traum wahr wird? Du musst mir dann unbedingt erzählen, was es auf dem Mond wirklich gibt. Passiert das wirklich noch? Hey Jungspund, kann der Kampfcoach was für dich tun? Ja, warum erzähl uns irgendeinen sinnlosen Kram? Was willst du wissen? Irgendwas, was wir noch nicht wissen. Das wäre toll. Der Erweicher. Ich erzähle dir jetzt was über einen ziemlich nützlichen Orden. Mit dem Orden Erweicher kannst du die Verteidigung eines Gegners senken. Selbst wenn dir das Action-Kommando misslingt, werden taffe Gegner damit leicht bezwingbar. Leichter. Schleicher und Schrumpfer zeigen übrigens ebenfalls Wirkung, auch wenn dir das Action-Kommando misslingt. Als Bestes zum Schluss. Deine Angriffskraft und Verteidigung können niemals unter Null sinken. Prima, oder? Wow. So, Barbara. Frau Barbaras Schattenhieb ist keiner sicher. Weder in der Luft noch an der Decke und schon gar nicht am Boden. Amit, such mich, kann sie euch beide im Schatten verbergen, sodass der Gegner gar nicht weiß, wo ihr seid. Echt praktisch, wenn ihr merkt, dass ein Oberschurke gerade eine seiner Mega-Attacken vorbereitet. Beachte aber, dass Barbara und du erstmal nichts machen können, sobald ihr den Schatten verlasst. Wow. Das wissen wir doch alles. Okay, nutzt du so einen Kram abgehakt? Nö. Du kannst uns nicht helfen. Gut, wir gehen. Sagen die eigentlich auch noch was anderes jetzt? Es scheint doch auch gute Menschen zu geben in dieser düsteren Welt. Vielleicht habe ich ja meine Flügel, um dieser düsteren Welt den Schimmer einer Hoffnung zu finden. Okay. So. Aber hatten wir mit euch schon oder? Ja, das waren direkt. Ja, genau, da waren wir, glaube ich. Dann machen wir hier nochmal. Wir möchten, dass er sehr gut abschneidet, damit mal etwas aus ihm wird. Deshalb kommt jeden Tag ein Privatlehrer, aber das kostet ein Vermögen. Gut, dass du es sagst. Wir sollten wohl langsam auch langsam anfangen zu sparen. Okay. Okay. So, was war hier noch? Achso, ihr. Mario, ich bin froh, dass du das Sternjuwel gefunden hast. Meine Juwelen sind diese Kinder. Sie sind unersetzbar. So, ein Juwel solltest du auch bald für dich finden, Mario. Okay. Die haben nur Hunger und er will gleich Schnitzel. Okay. Das ist ein Schweineschnitzel. So, du da.
Dieses Dorf ist meine Heimat, auch wenn es düster ist. Aber mit dieser Heimat sind so viele schöne Erinnerungen verbunden. Toll, jetzt habe ich Hunger auf Schweineschnitzel. Wenn die Sonne am Himmel von Düsterdorf versinkt. Wenn dann ganz langsam der Mond in den Wolken erscheint. Was ist dann? Was ist dann? Erzähl's mir. Ach, diese Dunkelheit. Man weiß nie, ob man aufstehen oder weiter schlafen soll. Einfach schlafen. Schlafen ist super. Hier ist ein Baum. Oh, kein Rabe? Dann halt da oben. Wie hoch ist eigentlich zurzeit die Effizienz bei der Umwandlung von Solarenergie? Hm, sie könnte höher sein, also nicht sehr berauschend. Hm, nur bei einer hohen Effizienz wäre es wirtschaftlich. Aber hier in Düsseldorf dürfte es problematisch sein mit der Solarenergie. Okay. Sonst hat er keine Probleme. Oh, tut das gut. Wieder im eigenen Körper zu stecken. So als Schwein kommt man nicht so viel rum. Allerdings komme ich so auch nicht wirklich rum. Insofern war es eigentlich gar nicht so schlimm. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Wenn ich Kotelett esse, muss ich immer an meine Zeit als Schwein denken. Oink, oink. Oh, was war denn das? Okay, ich glaube, wir sind durch. Bam. Ah ne, euch haben wir noch. Irgendwas Neues? Ich habe schon wieder eine neue Geschäftsidee. Ich werde eine Internetseite des Paper Mario Journal eröffnen. Ja, dort wird man brandaktuell über alle Aktivitäten des berühmten Mario informiert. Tolle Idee. Das trifft den Nerv der Zeit und birgt noch viel Potenzial für die Zukunft. Okay. So, wir gehen wieder raus. So. Mario, du hast eine Mail. Ja, okay. Mario, ich habe etwas über den legendären Schatz erfahren. Es ist die Seele eines Dämons. Die Gangster wollen mit seiner Kraft die Weltherrschaft erlangen. Sie brauchen die Sternjuwelen, um das Äonentor zu öffnen und diese Seele des Dämons, die Seele des Dämons freizusetzen. Die Sternjuwelen braucht man auch, um seine Seele erneut zu versiegeln. Die Gangster dürfen die Sternjuwelen unter keinen Umständen bekommen. Wie wär's, wenn wir die wieder verstecken? Auf einen Buddeln. Mario, bitte verhindere, dass die Pläne dieser Verbrecher gelingt. Peach. Die Seele eines Dämons. Du bist der Dämon. Hm, schade. Nö. So, was war hier nochmal drin? Ah, ne. Achso, das war das. Okay. Ja, ja, ist okay. Ich finde immer noch merkwürdig, dass ein Begleiter im Hintergrund nicht sind. Naja, deswegen gesagt, krass. Oh, ah. Nein! Voll zu langsam. Ha! Von wegen. So, Hammer Time. Kann ich mit dem Schattenhieb eigentlich die Stacheln umgehen? Sache. Das interessiert die einfach nicht. Geil. Okay, Barbara, okay. Okay. Perfekt. Hammer. 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 Ich bin ein halbes Level ab. Das ist schön. So. Ach, der Hammer ist aber zu langsam. Der macht nicht mal Schaden. Okay. Dann hau mal drauf. Boing. So, dann Technik, Stattenhieb. Richtiger Trostpreis, ein Punkt. So, dann
hier lang. Boah, die sind auch immer schneller. Ich könnte wahrscheinlich einfach fliehen, aber... Nein. Toll. Danke dafür. Keine Zeitverschwendung. Mario? Der wacht nicht mal auf. Wow. Okay, er kriegt doch keinen Schaden, aber. Wow. So, danke. Oh, ein neues Preis. Ist nur, weil ich zu langsam war. Es tut mir leid. So, dann. War das jetzt da runter oder? Ah, erwischt. Oh, das könnte ich eigentlich auch nochmal machen. Aber erstmal verstärke ich meine Begleiter. So, hier wollte ich aber eigentlich hin. Na, komm her. So, wo geht's als nächstes hin? Oh, eine Insel. Oh, Pirateninsel. Okay. Da muss ich auch mit dem Schiff hin. Auf der magischen Karte wurde die Lage des eines Sternengebiets eingetragen. Lass uns schnell zu Professor Gumbart gehen. Wir müssen ihm von der Mail der Prinzessin berichten. Oh yeah. Oh, wir werden hochgeportet. Noch besser. Was? Das hat Prinzessin Peach geschrieben? Der legendäre Schatz soll in Wahrheit die Seele eines Dämons sein? Die Keller wollen mit Hilfe der Sternjuwelen das Äon-Tor öffnen und den Dämon wiederbeleben? Das passt beängstigend gut mit dem zusammen, was ich herausgefunden habe. Und was ist es, das sie herausgefunden haben? Genau das Gleiche. Also, das ist eine lange Geschichte. Hört also gut zu. Oh nein. Da ihr vor dem Bildschirm, ihr solltet auch gut aufzuhören. Ja, tun wir. Ist da jemand vor einem Bildschirm? Vielleicht. Schon gut. Das wäre. Das erkläre ich euch ein andermal. Das schreckliche Desaster, das die Stadt zerstörte, war vermutlich tatsächlich das Werk eines Dämons. Der gleiche Dämon hat auch die 7 Sternjuwelen geschaffen. Und mit Hilfe der Sternjuwelen hat er dann wohl die ganze Welt regiert. Laut Legende wurde er schließlich von 4 wackeren Helden besiegt. Sein Körper wurde vernichtet, nicht aber seine Seele. Die Helden benutzten die Kraft der Sternjuwelen, um sie ihm die sie ihm genommen hatten. Und sie verschlossen seine Seele in den Tiefen des Palasts hinter dem Äon-Tor. Sternjuwelen selbst sind weder gut noch böse. Alle zusammen können die Dämonenseele sowohl versiegeln als auch wiederbeleben. Wie die Kraft des Sternjuwelen wirkt, hängt von demjenigen ab, der sie benutzt. Es ist also gefährlich, die 7 Sternjuwelen zu fangen? Sollte man sie dann nicht lieber einzeln irgendwo verstecken? Genau. Das ist super. Das dachte ich auch, aber ich habe etwas entdeckt, das dagegen spricht. Oh, jetzt kommt's. Die Kraft des Äon-Tors, hinter dem der Dämon verschlossen ist, wird schwächer.
Sternjuwelen besitzen die Kraft, den Dämon für 1000 Jahre zu versiegeln. Anders gesagt, die Kraft versiegt nach 1000 Jahren. Und dieses Jahr ist möglicherweise das 1000. Toll. Eventuell würde der Dämon also auch dann auferstehen. Wenn diese Kerle es nicht schaffen, die Sternjuwelen zu bekommen. Wir sollten uns also sofort wieder auf die Suche begeben, um die Seele des Dämons zu versiegeln. Wo befindet sich denn das nächste Sternjuwel? Laut Karte befindet es sich auf der Isla Corsario. Isla Corsario? Genau, das weiß ich auch nicht, aber es gibt allerlei üble Gerüchte über diese Insel. Ich habe von einem erzürnten Rachegeist gehört, der jeden verflucht. Ihr solltet die Leute am Hafen fragen, die wissen sicher besser darüber Bescheid. Okay, das war jetzt so wichtig, dass wir vorm Fernseher auch zuhören mussten. Okay, Sternjuwelen. Hi. Wenn du eine Rangerhöhung wünschst, geh auf die andere Seite. Ach, ist ja gut. Hi. Willkommen im Haus des großen Merlon. Für 3 Insignien erhöhe ich den Rang eines deiner Freunde. Also, wessen Rang möchtest du erhöhen? Barbara. Oder hier ist noch Platz für weitere. Oh, Barbara ist krass. Jetzt soll der Rang von Barbara für 3... Ja. Rangus Aufus. Wow. Aufus. Willst du auch die Ränge deiner anderen Freunde erhöhen? Moment, aber man kann die nur einmalig erhöhen? Okay, dann nehme ich Gumbrina nochmal. Soll der Rang? Ja. Oh, die beiden sind wichtig. Rangus auch los. Und die anderen lasse ich erstmal weg. Möchtest du auch die Ränge deiner anderen? Nein. Da ist Platz dahinter für noch eine Weitererhöhung. Schau mal wieder vorbei. Okay. So. Wir sollen woanders hin, aber. Was bin ich denn jetzt? Wir können ja auch mal hier diese Aufgaben wieder weitermachen. Jobangebot. Ersuche dringend eine Reinigungskraft. Wer Lust hat, möge kommen. Ich bin in der Arena von Falkenheim. Möchte also einen Auftrag von Toad Scrover übernehmen? Ja. Also dann, gib dir Mühe. Okay. Willst du Reinigungskraft hier? Ups. Nein, so. So, und kriegt das hier auf? Das sehen wir noch nicht, ne? Gehen wir hier lang. Ne, das war falsch. Ah, Moment. Ich hab auch Kohle. Hi. Ah, sieh mal an. Ich habe einen Besuch vorausgesehen. Dein Besuch. Meine noble Bestimmung ist es, dir und bei der Suche nach Dingen behilflich zu sein. Sag mir, soll ich einen Blick in deine Zukunft werfen? Sternsplitter, Insignia. Nein, das hilft mir jetzt nicht. Insignien wäre vielleicht noch ganz gut, aber. Noch haben wir genug. Wir durften ja nur einmal erhöhen. Toll. So, ist hier im Hintergrund schon wieder was? Haben wir da jemand drin? Ah, dann ist hier eine Röhre hinter. Ah, dann kommen wir auch in den Hintergrund. Ja, irgendwie. Teil der antiken Stadt ist. Ja, ja, ist okay. Geh weg, geh weg, geh weg. Ah, das interessiert mich nicht. So. Komm ich eigentlich da hoch? Ach, von der Rückseite. Aha, wenn ich irgendwann mal rausfinde, wie ich die jetzt kaputt kriege. Toll. Immer wieder gar nichts. Nee, dann geh ich weg.
Hab B gedrückt. Und war wahrscheinlich noch in der Luft, ne? Hämmerheim. So. Kannst du jetzt irgendwas machen? Multikopf, muss ich sagen. Die lernen eine neue Technik. Halt die auch mehr aus und so? Keine Ahnung. Also jetzt 20 Leben. Oh, es wird alles irgendwie erhöht. Er trifft den Gegner, solange das Action-Kommando stimmt. Hast du aber jetzt? Ja. Einfach nö. Hier, komm. Zack. Und, Charge? Achso, stimmt, das haben wir auch noch. So. Hehehe, gekontert. So, dann nochmal Hammer und voll auf die Birne. Wieder den Trostpreis erwischt, danke. Gibt's einfach nichts mehr im Untergrund, ne? So, ich bin irgendwie falsch gelaufen. Ne, da waren wir doch gerade. Geh ich hier rein. So, das wollte ich doch machen. So, sehr gut. Habe ich wohl eigentlich hier hin. Ups. Ach komm. So, einer. So, wer war das jetzt nochmal mit dem Reinigen? Bomba, ich möchte dich unbedingt noch einmal kämpfen sehen. Ich werde auf dich warten. Okay. Viel Spaß beim Warten. Wollen wir nochmal. Von ihr eine Reinigungskraft? Nee, ne? Wir werden noch eine Weile hier bleiben. Ja, ja, okay. Ja, ja, ist okay. Wir gehen einfach. Willkommen in der Arena. Was? Du hast den Meistergott abgelegt? Wirklich? Hoffentlich kommst du bald wieder. Ah. So. Hey, du bist doch der ehemalige Champion, Bomba Luigi. Toad Scova ist jetzt die Managerin. Wenn du mit ihr sprechen willst, findest du sie in ihrem Büro dort hinten. Jetzt weiß ich, du willst wieder kämpfen. Oh Mann, das ist ja super. Ne, wir wollen putzen. Einfach nur putzen. So, Managerin, wo war sie? Ups, naja, dann halt nicht. Bruder, war das hier? Was, du willst wieder kämpfen? Das freut mich. Bitte geh ins Büro. Totskova, die neue Managerin, wird sich freuen. Ach, war ich doch richtig hier. Esther, hast du schon mal was von Anklopfen gehört? Oh, du bist es, Bomba Luigi. Schön, dich zu sehen. Nachdem du den Meistergott abgelegt hast, ist die Zuschauerzahl sehr gesunken. Ich dachte schon, wir müssten das Geschäft aufgeben. Aber Aurelius hat sich wieder den Titel des Champions erkämpft. Und ich habe ganz schön damit zu tun, den Laden hier zu leihen. Oh, willst du vielleicht wieder kämpfen? Oh, deshalb bist du hier? Ja, bestimmt. So ist es doch. Sag schon. Hey, super, ich wusste, dass du wiederkommen würdest. Es ist alles für dich vorbereitet. Oh. Verzeih mir, aber deine Registrierung wurde storniert. Das bedeutet, du startest wie jeder Neuanfänger in der zweiten Liga. Aha. Keine Ausnahmen, Regeln sind Regeln. Ich nehme also deine Registrierung als Kämpfer entgegen. Wenn du bereit zum Kampf bist,
Melde dich im Aufenthaltsraum des Verendiger. Unser System erkläre ich dir nicht noch einmal. Also, bis dann. Okay. Oh, du hast also den Job angenommen. Dann mach dich bitte gleich an die Arbeit. Räum bitte den Müll weg, der sich im Lager angesammelt hat. Ich werde das Zeug mit Sicherheit nicht anrühren. Schaff es mir auf jeden Fall aus den Augen. Lager. Okay. Das ist doch das, wofür wir eigentlich hier sind. So. Lager, Lager, Lager. War das hier? Okay. Catcher Shorts erhalten. Die Shorts des Champions. Der Geruch ist unglaublich. Ja, dann ist unglaublich. Okay. So. Warum sind da so viele? Oh Mann, oh. So, ist rechts auch noch was? Nee, tatsächlich sieht das nicht so aus. So, jetzt muss ich leider nochmal. Du warst das. So. Kann ich hier sehen? Gar nichts. Okay. So, wir sind wieder da. Unter der Treppe ist auch nichts. Gut. So, Auftrag erfüllt. Du hast einfach das Totskova zu berichten? Gut, dann geh ins Büro. Totskova ist drin. Das haben wir gerade gesehen, dass sie da ist. So, hi. Ja, du stinkst irgendwie. Hast du etwa immer noch diesen Müll bei dir? Bring das Zeug irgendwo hin, wo es mir nie wieder unter die Augen kommt. Bei Gumbaniel, diesem Gumba aus Rulling, wirst du es bestimmt los. Gumbaniel. Okay. Ich werde ihn informieren. Geh also zu ihm. Okay. Dann machen wir aber erstmal Schluss für heute. Ja, dann haben wir das schon mal fertig. Und ja, ich denke mal, wir machen erstmal die nächsten Nebenaufgaben und dann geht's wieder mit der Hauptstory weiter. Wir machen Schluss und bis zum nächsten Mal. Ciao.